Los geht es mit den vier Grundplatten, die zu einem Quadrat zusammengesteckt werden. Für die transparente Ebene wird ein Unterbau aus drei Säulen mit sechs grauen und je einem schwarzen Höhenstein benötigt. Für den Zielanlauf wird ebenfalls eine Leitererhöhung benötigt. Platziere die drei grauen Höhensteine um die einzelne freistehende hohe Säule, wie hier auf dem Bild gezeigt. Platziere nun das Ziel, die Weiche und die beiden Kurvensteine wie gezeigt und setze auch die Schiene ein. Setze jetzt die transparente Ebene auf die drei großen Säulen. Für den Startknopf werden drei graue Höhensteine benötigt. Platziere diese auf einer Reihe mit den beiden Säulen der transparenten Ebene. Setze jetzt den Startknopf und ein Splash und verbinde die beiden mit einer Zweierschiene. Jetzt geht es mit den Bernoulli-Schienen bergab zu einem Kurvenstein. Die Backup-Passage geht nach beiden Seiten. Platziere in diesem Schritt auch die beiden Hammerschläge und die Kreuzung wie gezeigt. Für die Verbindung der Hammerschläge mit dem Zieleinlauf benötigst du Zweierschienen. Damit beide Kugeln die gleiche Chance haben, muss der Streckenverlauf natürlich identisch sein. Stoppe das Video nach und nach und baue die nächsten Schritte einfach Stück für Stück. Alles richtig platziert ist, ist deine Rennstrecke auch schon fertig. Welche Kugel wird gewinnen? So eine Rennstrecke ist auch praktisch, wenn man mal etwas entscheiden muss und gerade keine Münze zur Hand ist.